folgende Lecture ist den wuchernden Zeichen gewidmet. Also der Frage des Geldes eigentlich im Mittelalter. Die Frage des Protokapitalismus, wenn man so will. Ist ein bisschen hervorgegangen, oder besser gesagt die Entscheidung, jetzt diese Lecture zu machen, aus einem kleinen Gespräch, das ich mit einem jungen Mann über den Bitcoin geführt habe, der zutiefst überzeugt war, dass der Bitcoin eigentlich die Lösung ist. Man hat da so eine dezentrale Währung, die also nicht mehr mit den Zentralbanken zu tun hat. Jeder Einzelne hat seine Wallet, man hat Festplatten und die Mathematik, oder besser gesagt der Algorithmus, entscheidet darüber, wie teuer das Meinen eines Bitcoins ist. Die Währung ist begrenzt und damit wird Knappheit generiert. Eine vielleicht verführerische Vorstellung, aber eigentlich unendlich naiv, weil sie etwas ganz Fundamentales letztlich verkennt, nämlich die Vorstellung, dass Geld ganz tief mit der unterliegenden Technologie zu tun hat. Das ist eigentlich eine solch Geldrevolution, wie sie sich jetzt mit dem Bitcoin in der Tat ankündigt, zutiefst mit unserer sich digitalisierenden Welt zu tun hat. Das haben wir eigentlich schon von Anbeginn, wenn denken wir an das heilige Geld zurück, beobachten können. Es kommt das Alphabet, also eine universale Maschine. Und was entsteht? Münzgeld. Also man druckt auf die gleiche Weise, wie man das Alphabet mit festen Zeichen versieht. Man druckt irgendwie einen beliebigen Wert drauf und sagt, er soll diese oder jene Denomination haben. Und dann entsteht relativ bald auch schon der Zins. Die beiden Berufe, die neu sind, der Lyriker und der Söldner. Es entsteht mit dem Zins eben dieses Dilemma letztlich auch der Verschuldung immer größerer Kreise, was die alten Griechen schon Schuldknechtschaft nannten und dem Solons Reformen abhelfen wollten. Das soll jetzt aber nicht unser Thema sein. Wir beschäftigen uns wirklich mit dieser Veränderung des Geldes, wie sie im Gefolge einer neuen universalen Maschine, dem Räderwerkautomaten im 12., 13., 14. Jahrhundert im Mittelalter stattgefunden hat. Das ist das Thema. Vielleicht ist der Verweis auf den jungen Mann nicht zufällig, denn ich kann für dieses Thema des Geldes sagen, dass es wirklich der Augenblick gewesen ist, der mich als junger Autor quasi eine andere Abzweigung im Denken hat nehmen lassen und mein Denken in wirklich andere Richtungen hineingeführt hat. Die Grundfrage war einfach. Gab es eine Maschine wie den Computer? Klar, es gibt den Räderwerkautomaten und man sieht, wie das Mittelalter langsam protokapitalistisch wird. Wenn wir die Soziologie bemühen wollten, etwa Max Webers Geist des Kapitalismus und die protestantische Ethik, dann würden wir annehmen, dass der Geist des Kapitalismus vielleicht ein Produkt der protestantischen Ethik ist, dass diese ihm vorausgeht. In meiner Vorstellung würde ich es genau andersherum sehen. Ich würde sagen, die protestantische Ethik kommt in dem Augenblick, da bereits die Gesellschaft auf eine Art und Weise verändert worden ist, da man sagt, Zeit ist Geld. Also das heißt, in jedes Gesellschaftskapillar ist eigentlich diese neue Ordnung des Räderwerkautomaten, die Monetarisierung des Denkens, schon eingedrungen. Und das werden wir heute eben beobachten. Wie gesagt, als junger Mann habe ich diese Gedankenfiguren so antizipiert, bin dann in die mittelalterliche Geldtheorie eingestiegen. Und es war bizarrerweise zu jener Zeit, als die Mauer gerade gefallen war, als die Talkshows voll waren von Menschen, die irgendwie über die untergegangenen Werte des Sozialismus redeten. Und es wurde so sichtbar, dass das Gesellschaftsamalgam, das, was die Gesellschaft zusammenhält, irgendwo einerseits mit dem Freiheitsgedanken zusammenhängt, aber auf der anderen Seite mit dem Geld. Es gab Demonstrationen an der innerdeutschen Grenze, da marschierten plötzlich tausende von Menschen auf und skandierten solche Sprüche wie: Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, dann gehen wir zu ihr. Etwas, was die westdeutschen Intellektuellen mit bizarren
Gedankenfiguren aufgenommen haben. Nehmen wir zum Beispiel Jürgen Habermas, der hat damals die Idee des D-Mark-Nationalismus verfochten, also die Vorstellung, dass der Nationalismus ein neues, fieses Gewand angezogen hat, nämlich dass er als D-Mark quasi imperialistisch agiert. Die Frage, die sich hier viel mehr stellt, ist wirklich, was ist das Fundament, was ist der Klebstoff einer Gesellschaft? Und wir geraten hier automatisch in eine Art von Phantasma hinein. Und genau dieses Phantasma habe ich, als ich mich in diese Welt des Mittelalters vertieft habe, meinerseits entdeckt. Der Zins ist ein Fremdkörper. Aber warum? Was ist so skandalös am Zins? Die Erklärung geht letztlich schon auf Aristoteles zurück, ist also in der Antike schon kodifiziert. Aristoteles Argument geht so. Er sagt, Geld ist ein steriler, künstlicher Reichtum. Und es ist undenkbar, dass ein solcher künstlicher Reichtum, ein arbiträres Zeichen des Menschen gesetzt haben, sich verhält wie ein natürliches Wesen, das sich reproduziert. Wie eine Kuh oder ein Schwein oder was auch ewig, ein natürliches biologisches Wesen. Geld kann aus sich selbst heraus keine Nachkommen schaffen. Das hieße, es würde gewissermaßen auf incestuöse Art und Weise mit sich kopulieren und würde Mehrwert erzeugen. Das ist wieder natürlich. Das ist gewissermaßen eine Art von genetischer Horror, den er da vor sich hat. Also ist das verboten. Im Christentum kommt, und eigentlich vorher schon in der jüdischen Denkwelt, kommt ein zweites Moment hinzu, das die Tabuisierung letztlich erklärt. Da ist die Vorstellung, dass da Gott die Welt geschaffen hat, der Sonntag doch ihm reserviert sei. Also ist Zins eben auch ein Vergehen an der göttlichen Ordnung. Wir sehen auf eine bizarre Art und Weise, wie dieses Ding selbst heute noch in unseren Parkuhren gegenwärtig ist. Da haben wir die Vorstellung, dass wir sozusagen in unseren Arbeitstagen durchaus Zinsen bezahlen, also für Geld entrichten müssen für das Parken. Aber zum Beispiel am Sonntag sind wir davon befreit oder des Nachts. Das ist ja genau das Tabu, was sozusagen die Christen da haben. Den ältesten Niederschlag findet das Zinsverbot im Deuteronomium, also in den mosaischen Schriften. Da heißt es im 23, Vers 20 bis 21 folgendermaßen. Du darfst von deinem Bruder keine Zinsen nehmen. Weder Zinsen für Geld, noch Zinsen für Getreide, noch Zinsen für irgendetwas, wofür man Zinsen nimmt. Was schon sehr bizarr ist, weil wir den Zins als den Normalzustand hier vermittelt bekommen. Vers 21 geht weiter. Von einem Ausländer darfst du Zinsen nehmen. Von deinem Bruder darfst du keine Zinsen nehmen, damit der Herr, dein Gott, dich segnet in allem, was deine Hände schaffen, in dem Land, in das du hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen. Also wir haben hier einen definitiven Unterschied zwischen der In-Group, der Mishpaha, der Mishpocha, dem Clan, wie es heißt, von denen man keine Zinsen nehmen kann, und der Outgroup, den Nokri, von denen man Zinsen nehmen kann. Es gibt auch tatsächlich einen Satz, der sagt, man darf Zinsen von demjenigen nehmen, gegen den man billigerweise sonst Krieg führen würde. Also das heißt Wirtschaft als Krieg, wenn man so will, auch als eine Form des sublimierten Krieges, will. Wenn Geld fließt, muss kein Blut mehr fließen. Das ist natürlich klar. In einer Welt, die quasi das universale Subjekt denken möchte, ist eine solche tribalistische Vorstellung absolut anstößig. Und es fällt schon den frühen Kirchenvätern auf, Ambrosius etwa, im 4. Jahrhundert, der Mailänder Kirchenfürst, der findet es ganz unmöglich. Und es kommt zu einem Zinsverbot und das hält das gesamte Mittelalter durch. Rabanus Maurus ist ein großer, wäre da zu nennen. Zwar nehmen die Christen von den Muslims Zinsen, aber von unter sich selbst nicht. Das ist eine Problematik, Zinsverbot. Und die Frage stellt sich, wer ist eigentlich mein Bruder und wer ist der Ausländer? Im Christentum müsste eigentlich jeder Mitmensch potenziell Bruder sein, also darf es überhaupt keine Zinsen geben.
Jetzt geraten wir in die Problematik des 12. Jahrhunderts hinein, das eben beginnt mit dem Kursat, die Kathedralen zu bauen, hocharbeitsteilige Gewerke in die Welt zu setzen, die nach der Logik des Räderwerkautomaten, wenn man so will, modular arbeiten. Nur ein Beispiel zu geben, in Florenz des frühen 13. Jahrhunderts hatte die Textilindustrie 23 unterschiedliche Arbeitsschritte. Also das heißt, die Leute mussten monetär entgolten werden. Man musste Geld gegen Zeit, time is money, musste man ausgeben. Es gab also eine Notwendigkeit nach der monetären Ordnung. Wenn eine solche Gesellschaft diese Mehrwertprinzipien erzeugt, ist es naheliegend, dass der Zins ein wesentliches Bedürfnis befriedigt, nämlich, dass man plötzlich Investitionen auch in die Zukunft tätigen kann, wie die Uhr das letztlich irgendwie auch schon vorgibt. Aber das ist tabu. Das ist eigentlich der totale Fremdkörper. Das ist verboten. Wir haben hier also einen Konflikt einerseits zwischen der sich im Theologischen zwischen dem universalen Subjekt und dem Clan, dem Tribe, artikuliert, andererseits zwischen zwei Zeiten, also einer protokapitalistischen Ordnung, die mit Geld zu tun hat, und einer altmodischen Ordnung, die das total tabuisiert. Das heißt, der Fremdkörper bringt schon alle erdenklichen Geschichten hier durcheinander. Wir begegnen hier einer Problematik, die eigentlich noch komplizierter ist, das ist die Frage von Tribalismus und Universalismus, nämlich der Problematik, dass ein Fremdkörper in die Gesellschaft hineingeraten ist, der sozusagen aus sich selbst heraus eigendynamisch nach mehr Geld verlangt. Also die Gesellschaft ist monetär und die will Zinsen haben. Man könnte das schöne Aperçu der Jenny Holzer fassen, die gesagt hat, protect me from what I want. Also schütz mich vor dem, was ich will. Ich will Geld, aber ich will keine Zinsen bezahlen. Ich will baden, aber ich möchte nicht nass werden. Das genau ist diese problematische Logik, die wir hier beobachten können. Wir sehen, dass die Lösung der Gesellschaft ein relativ einfaches Phänomen ist. Man macht die anderen für diesen eigenen Wunsch verantwortlich. Wer sind die anderen? Die Juden. Also wir sehen den entstehenden Antisemitismus. Eine Geschichte macht das ganz deutlich. Edward the Hammer, der englische König, ist nach Akkon gezogen, also Kreuzzug nach Palästina, dem letzten Vorposten, nachdem Jerusalem in die Hände der Moslems gefallen ist, und hat sich dabei bei venezianischen Bankiers verschuldet. Und die nehmen natürlich Zinsen. Kommt nach England zurück und will seinen Granden, also seinen Lords und Earls und so fort erklären, dass er jetzt ein bisschen Unterstützung braucht, der Allgemeinschaft. Der Gemeinschaft. Die sagen, um Gottes Willen, was haben wir mit deinem spirituellen Abenteuer da in Akkon zu tun? Nö, wir zahlen gar nichts. Oder wenn wir zahlen, dann bitteschön nur gegen parlamentarische Rechte. Also wir sehen hier einen merkwürdigen Mechanismus nebenbei, die Geburt des Parlamentes aus der Frage der Budgethoheit heraus. Zahlen die englischen Lords und Earls und so fort? Nein, die zahlen natürlich nicht. Die wehren sich mit Händen und Füßen dafür, für das Gemeinwesen in Haftung genommen zu werden. Und es findet sich natürlich wie immer in solchen Fällen eine noch finstere Lösung. Und das ist ein Vertrag zulasten Dritter. Also, wer sind diese ausgeschlossenen Dritten? Natürlich die Juden. Also man verbietet zunächst einmal das Wuchererwesen. Da man sieht, dass man das im Protokapitalismus nicht verbieten kann, sagt man sich, okay, jetzt werden wir diese Leute alle enteignen. Und sie werden alle aus dem Land rausgeworfen. Also im Jahr 1290 bringt sich das Königtum in den Besitz der jüdischen Mitbürger, verjagt sie des Landes, man ist saniert, man ist die Juden los. Aber ist man das Problem des Wuchers los? Nein, natürlich nicht. Danach beschweren sich die englischen Wucherer. Man müsste sich ja wohl als Jude verkleiden, um Wucherzinsen nehmen zu können. Wir sehen also, dass dieses England des 13. Jahrhunderts gewissermaßen so perorisiert ist, dass noch Jahrhunderte später Shakespeare in einem weitgehend judenfreien England seinen Kaufmann von Venedig
schreibt. Und das Zerrbild einer schrecklichen Instanz macht die letztlich Geld in Fleisch, in einem Kilogramm Fleisch aufgewogen haben möchte. Diese Form der Anomie des Fremdkörpers sozusagen wird die Gesellschaft bis weit ins 17. Jahrhundert, bis die Zentralbank geschaffen ist, begleiten. Und das ist eben auch das wahnsinnige Verdienst letztlich Benjamin Nelson, der diese Idee of Usury gemacht hat. Wir sehen also, dass zwei Ordnungen einander ablösen. Es ist nicht mehr die Clan-Ordnung und die universale Ordnung, sondern es ist eigentlich eine christliche Ordnung und eine zunehmend protokapitalistische Ordnung. Es wird in einer kleinen Anekdote deutlich, die Caesarius von Heisterbach, also ein populärer Theologe des 14. Jahrhunderts, erzählt. Da ist die Wucherin Jutta von Frechen gestorben. Eigentlich wäre der Wucherer ja sowieso schon der Hölle anheimgefallen, wenn nicht die christliche Kirche Erbarmen mit ihnen gehabt hätte. Die bauen de facto ihren Himmel um. Die sagen, okay, der Wucherer, irgendwie ist er ja dann doch nötig. Und jetzt bauen sie ein Zwischengeschoss ein, das Purgatorium, wo der Wucherer seine Sünden abarbeiten kann. Also Arbeitsethik spielt da eine Rolle. Diese Wucherin liegt also im Sarg und soll beerdigt werden. Und der Priester spricht die Gebete und der Leichnam liegt ganz still da. Aber als der Priester plötzlich aufhört, hebt dieser Leichnam seinen Arm und macht diese Bewegung, also das Geld zählen. Wir sehen also in dieser Geschichte, diese beiden Ordnungen, die Besessenheitsordnung, so sind, wenn man so will, einerseits eine geistige, spirituelle Welt, in der alles dem lieben Gott gehört, andererseits eine Welt, in der das Geld regiert. Wir kommen nun nach dieser schon einigermaßen finsteren Geschichte um Edward the Hammer zum weiteren Wirtschaftskrimi dieser Zeit. Der betrifft den französischen König Philipp den vierten, Le Bel, also den schönen Philipp. Eigentlich ein relativ aufgeklärter Herrscher, der stattet also das französische Reich schon mit einer Beamtenschar aus, modernisiert die Gesetze und der hat vor allem ein großes Problem, Geldhunger. Woher rührt der Geldhunger? Der rührt einfach daher, dass der Feudalismus als Herrschaftstechnik ein Problem hat. Immer mehr Teile brechen aus dieser Vasallenordnung raus. Zuerst brechen die Orden, die Mönchsorden raus, die sind nicht tributpflichtig. Dann kaufen sich Städte mit einer Einmalzahlung frei. In Deutschland gibt es dafür den Begriff der freien Reichsstädte. Und zunehmend ähnelt der Feudalismus eigentlich einem Schweizer Käse, der aus mehr Löchern denn aus Substanz besteht. Also wir haben ein echtes Dilemma. Der König ist im steten Geldhunger, aber er hat eigentlich keine Möglichkeit, eine universale Steuer zu erheben. Das ist in der damaligen Zeit nicht üblich. Wir haben das ja schon in einer eigenen Lecture behandelt, die Erfindung der universalen Steuer im Zensus des 15. Jahrhunderts in Florenz. Das ist das Dilemma Philipp Lebels und er ist darüber hinaus sogar noch als König verpflichtet, die Allgemeinheit mit einer Münze zu versorgen. Das heißt, er muss Geld drucken. Die Lösung ist natürlich relativ naheliegend. Der König betätigt sich als eine Art von Falschmünzer, nimmt seinen eigenen Schatz, lässt ihn einschmelzen und streckt ihn mit billigerem Metall und auf diese Art und Weise hofft er sozusagen quasi seine Währung irgendwie ein bisschen aufzuwerten. Das bekommen die Leute natürlich mit, die sich am Geld plötzlich die Zähne ausbeißen. Das ist eben nicht mehr so weich, wie das Gold eigentlich sein sollte. Und es kommt zu Aufständen, zu absoluten Aufständen. Das ist auch nicht verwunderlich, weil Paris zu der damaligen Zeit ist eine Stadt von 200.000 Menschen, eigentlich ein kapitalistisches Gewebe mit Häusern, die vier Stockwerke haben, mit Gewerken, die hocharbeitsteilig arbeiten und allesamt auf das gute Geld angewiesen sind. Philipp Le Bel versteigt sich sogar noch dazu, seinen Untertanen vorzuschreiben, was sie denn eigentlich zu essen hätten, nur ein Huhn oder zwei Gänge und dergleichen. Also kurzum, es gibt einen Volksaufstand gegen ihn. Und was macht der König? Er rettet sich in das Stadtschloss des Templerordens.
Tempelordens. Wer ist der Tempelorden? Nun, die Templer sind eine Filiation, also eine ein Sprössling des Zisterzienserordens, von dem wir gehört haben. Eigens gegründet, um die Geldtransporte bei den Kreuzzügen zu bewachen. Im Grunde genommen ist es, und das ist gar nicht sehr verwunderlich, entwickelt sich sozusagen quasi einerseits eine bellizistische, kampfbereite Seite bei diesem Orden, andererseits entwickelt er sich mehr oder weniger zu einer Form der Bank und erzeugt einen gigantischen Reichtum. Wenn wir den Templerorden, also diese frühe Form des Bankwesens mit den Banki des 12. und 13. Jahrhunderts vergleichen, was ist eine Bank im Mittelalter? Das ist ein Wucherer, der nimmt seine Bank, stellt sie vor die Tür, setzt sich drauf und tätigt vor aller Augen seine Wucherergeschäfte. Wir sehen demgegenüber, dass die wirklichen Bankiers dieser Zeit eigentlich die Templer sind, die wirklich im Großmaßstab über ganz Europa verstreut Geschäfte tätigen. Und viel effizienter aufgrund der bruderschaftlichen Ordnung, viel effizienter agieren. Philipp Le Bel, der also Zuflucht bei diesen Templern gefunden hat, verwundert sich über den gigantischen Reichtum. Die Templer sind nach dem Ende der Kreuzzüge, Ende des 13. Jahrhunderts, nach Frankreich zurückgekommen, gigantisch reich, haben keine wirkliche Aufgabe. Und Philipp Le Bel entdeckt das als Möglichkeit. Er will diesen Orden de facto enteignen. Wie macht er das? Ähnlich wie Edward the Hammer das mit den Juden macht. Wie macht er das? Indem er insinuiert, dass diese Templer im Grunde genommen ganz finsteren Geschäften nachgehen. Dass sie zum Beispiel gar keine wirklichen Christen sind. Zum Beispiel, wird behauptet, verleugnen die Templer bei ihrer Initiation dreimal allesamt Jesus. Dann spucken sie dreimal auf das Kreuz und dann küssen sie einander auch noch dreimal, was dann eben insinuiert, Homosexualität. Also eine Vielzahl sozusagen quasi von Verleumdungen, die da gestreut werden und die Anlass bieten, einen Prozess gegen diese Templer zu führen. Der Prozess wird im ersten Versuch von Clemens dem VI. Eigentlich niedergeschlagen. Der Papst stellt sich auf die Seiten. Der Tempel, der glaubt das de facto nicht. Aber wir sehen einen neuen Konflikt, der im Zeichen des Geldes entsteht, zwischen der weltlichen und der kirchlichen Macht. Der Vorgänger von Clemens war Papst Bonifaz, der in seiner Bulle von 1303 Unam Sanctam das Primat der geistlichen Macht behauptet hat. Bei seinem Nachfolger ist das definitiv nicht mehr der Fall. Der ist ein französischer Papst, der wird auch nicht mehr ordiniert in Rom, sondern in Lyon. Und der steht mehr oder weniger schon unter der Kuratel von Philipp Le Bel. Philipp Le Bel bringt es tatsächlich fertig, das gesamte Papsttum eigentlich nach Avignon zu verpflanzen, wo es dann 70 Jahre im Exil gewissermaßen vor sich hin dämmert. Eigentlich dem französischen König ausgeliefert. Es kommt also zum Prozess. Der Tempelorden wird verbannt. Seine Anführer Jacques de Molay und die Granden dieses Ordens, die in Folter und Inquisition sich schuldig bekannt haben, werden verbrannt. Und damit ist eigentlich für die ganze Geschichte der Templer, also für Umberto Eco und die Freimaurer und dergleichen, wenn man so will, das Blueprint geschrieben. Aber die Geschichte ist nicht irgendwie eine Art von Geheimlehre. Die Geschichte ist unendlich einfach. Follow the money. Hier nähern wir uns einer Problematik, die mich absolut fasziniert hat, als ich mit diesen Fragen beschäftigt war. Ich erinnere mich, als junger Mann habe ich dann ein schweres 700 Seiten Buch aus der Staatsbibliothek, damals gab es das dort zu lesen, weggeschleppt. Emile Bridry über die Theorien, die geldtheoretischen Betrachtungen des 14. Jahrhunderts. Kurioserweise sehen wir, dass die gesammelte Scholastenschar, die sich hier äußert, die Problematik, die sie doch in ihrer unmittelbaren Gegenwart hätte beobachten können, eigentlich grandios verleugnet. Die Problematik, dass ein König, der im Geldhunger ist, der Verlegenheit in einem
feudalen System, das nicht mehr richtig funktionstüchtig ist, der einen Schauprozess anstrengt, gegen einen Orden, der den Papst gewissermaßen in Geiselhaft nimmt und als Falschmünzer nicht nur der Münze, sondern auch der öffentlichen Meinung sich betätigt, dass wir hier einem strukturellen Problem gegenüberstehen, einem Problem des Geldes, das offenbar nicht in der Rationalität aufgehoben ist. Sehen die Scholasten das? Nein, natürlich sehen sie das nicht. Sie betrachten die Geschichte aus einem Blickwinkel, der ganz anders ist und natürlich auf das christliche Denken hin verpflichtet ist. Oder auf das Denken, besser gesagt sogar noch, das sich mit dem Geld verknüpft oder der Begriff des Wert, mit dem Begriff des Wertes. Nehmen wir irgendein Objekt und sagen, okay, das hat einen Wert X. Dann denkt diese Zeit natürlich, okay, dass dieser Wert dieser Sache selbst innewohnt, dass er intrinsisch ist, dass er quasi als Substanz dem Objekt innewohnt. Geld ist in diesem Sinne eigentlich nur sowas wie ein Thermometer. Das misst den Wert einer Sache. Geld darf nicht fluktuierende Werte angeben. Das hieß ja, man würde diese Substanz gewissermaßen vergewaltigen oder man würde sie verändern. Sie würde gewissermaßen inflationär. Das ist undenkbar. In diesem Mindset, das quasi die gesamte Scholastik hin verpflichtet ist, gibt es eigentlich nur ein einziges Krimen und das besteht in dem moralischen Problem des Kaufmanns, der den Wert einer Sache unbilligerweise fluktuieren lässt. Das darf nicht sein. Wenn der Wert intrinsisch ist, dann muss er eigentlich immer gleich bleiben. Worüber schreiben alle Scholastiker? Den gerechten Preis. Die sagen, der Kaufmann in Gottes Namen soll bitte den gerechten Preis nennen, der wirklich so quasi angemessen ist. Und der soll bitte nicht irgendwie fluktuierende Preise haben. Das heißt, die Idee der Konjunktur ist bei den Leuten nicht angekommen. Die Vorstellung etwa, dass Thomas Hobbes schreibt darüber, dass ein Kriegsherr oder ein General in Kriegszeiten besser bezahlt wird als in Friedenszeiten, je nach Konjunktur, je nach Lage. Das ist nicht da. Das heißt, der scholastische Diskurs läuft kategorisch an den Realitäten vorbei. Er kann nicht erfassen, warum ein König einen Schauprozess veranstaltet, warum er in einem steten Geldhunger genötigt ist, ein Orden zu enteignen, auf diese Art und Weise sich als königlicher Falschmünzer zu betätigen, das wird alles nicht reflektiert. Der erste Geist, und hier kommt diese große Überraschung, die mich damals wirklich zutiefst bewegt hat, der erste Geist, der dies vermag, ist ein französischer Denker, Nicole Orem, also Oresmius auch genannt, der ist 1330 geboren, gestorben 1382, hoch aufgeweckter Typ, der relativ früh schon als Berater des französischen Königs, Nachfolger Philipp le Bel, Karl des V., tätig war und als eine Art Universalgelehrter in die Geschichte eingegangen ist. Viele nennen ihn einen Protokartesianer, also jemand, der in der Mathematik tätig war, in den Naturwissenschaften, Astronomie und so weiter und so fort, der aber eben auch eine Geschichte des Geldes geschrieben hat, oder besser gesagt ein Traktat, die Mutatione Monetarum, über die Geldverwandlung oder über die Inflation streng genommen. Und hier stellt Orem die entscheidende Frage. Er sagt sich, wenn in dieser protokapitalistischen Welt, in der wir leben, das Geld eine Sache der Gemeinschaft ist, Commonwealth, für alle gleichermaßen funktionieren soll, wie kann es sein, dass Geld nur von einem einzigen emittiert ist. Geld ist ein Omnibus, also eine Verkehrsordnung, für alle da, ein Raum. Das ist doch im Widerspruch mit dem Recht des Königs, der Herrscher der Münze zu sein. Natürlich ist dieses Vorrecht des Königs eigentlich ein Rückstand des Sakralen. Man sagt, Geld sei die Totenmaske Gottes. Weil der König ein Stellvertreter Gottes ist, hat er gewissermaßen die Aufgabe, die Totenmaske Gottes und das Volk zu bringen. Aber das ist ein Konflikt.
Und dieser Konflikt lädt, das ist Oreim vollkommen klar, natürlich dazu ein, dass der König sich selbst als königlicher Falschmünzer betätigt, wie Philipp Le Bel. Wie kann man das verhindern? Die Antwort ist relativ einfach. Wenn Geld eine Sache der Gemeinschaft ist, muss der König auf die Gemeinschaft hin verpflichtet werden. Das heißt, das Gottesgnadentum, die Gottesebenbildlichkeit wird vollkommen verändert. In dieser Logik ist der König der Emissär, der höchste Angestellte des Gemeinwesens, der Repräsentant des Gemeinwesens. Er wird also auch kontrolliert werden müssen durch das Gemeinwesen. Das heißt, er ist dem Gemeinwesen verpflichtet und das Gemeinwesen muss kontrollieren, dass er gutes Geld emittiert. Oreim ist auch vollkommen klar, dass die Vorstellung eines innewohnenden Wertes in Geld selbst nicht existieren kann. Nehmen wir eine Münze mit dem Wert 100. Es ist klar, dass diese Münze niemals 100 wert sein kann, weil das Prägen der Münze verschlingt ja auch Geld. Also kostet etwas. Das heißt, es kann immer nur weniger sein. Der Nominalwert ist weniger, höher als der Substanzwert. Der Substanzwert ist niedriger. Und die Aufgabe besteht jetzt darin, den Substanzwert möglichst konstant zu halten, also hoch wie möglich, und den König daran zu hindern, als Falschmünzer tätig zu werden. Das heißt, wir entdecken im Grunde genommen schon hier die Logik der Repräsentation, die Logik der Zentralperspektive, die den Fluchtpunkt durch alle Punkte des Raumes festhält. Im Übrigen, was Oreim so quasi auch in der Mathematik macht, der entwickelt gewissermaßen ein Vorbild der Null, die er den Repräsentanten nennt. Wenn wir so wollen, wir können den König als eine königliche Null auffassen, als einen Nullpunkt des Sozialen. Oreim ist sich selbst klar darüber, dass wenn zum Beispiel das Verhältnis der Edelmetalle sich ändert, was dann ein Jahrhundert später passiert, als viel Gold aus Südamerika plötzlich dann einfließt, dass auch das Verhältnis von Gold und Silber sich ändern muss. Und das muss sich niederschlagen in der Münze. Das heißt, er ist ein vollkommen rationaler Typ. Er spielt selbst den Fall durch, dass sein anvisiertes Gesellschaftssystem perfekt funktioniert. Nehmen wir also an, wir haben einen König, höchster Angestellter des Gemeinwesens, hält die Münze sauber. Aber was passiert, wenn ein anderer König quasi nebenan sich in den Besitz dieses Goldschatzes bringt und beginnt als Falschmünzer tätig zu werden? Oreims Antwort ist ganz klar. Das ist eine Einmischung in die Souveränität des Volkes, also des Nationalstaats, also ein Kriegsgrund. Wir sehen also hier in der Mitte des 14. Jahrhunderts wird eine Geldtheorie gebaut, die zentralperspektivisch funktioniert und vorwegnimmt, was erst Ende des 17. Jahrhunderts mit der Bank of England Realität werden wird, also eine vollkommen moderne Auffassung vom Geld. Mich hat es sehr bewegt, weil es mir klar gemacht hat, dass dieser Moment der Verblendung, der scholastischen Verblendung in Hinsicht auf das Welt durchaus nichts ist, eine Notwendigkeit ist. Oreim ist jemand, der als aufmerksamer Zeitgenosse eben schaut, wie seine Welt rum funktioniert. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass er derjenige ist, der als erster den Gottesbeweis dahingehend ummodelt, dass der liebe Gott letztlich zum Uhrmacher umgeschult wird. Dass er das Gesetz der universalen Maschine vor Augen hat. Wenn wir den Kreis schließen wollen und auf die Frage, oder besser gesagt auf den kleinen Anlass dieser Lecture, den Bitcoin zurückkommen wollen, dann können wir sagen, dass wir in einer ganz ähnlichen Situation heute stehen. Wir erleben, dass eine neue Ordnung sich etabliert hat, die digitale Ordnung, die langsam beginnt, unsere Institutionen, unsere Arbeitsweisen, unseren Begriff von Werten und dergleichen zu verändern, dass wir aber keinerlei Handhabe haben, diesen neuen Konflikten auf der Ebene zu begegnen, wo sie sich tatsächlich abspielen. Stattdessen, wenn man so will, holen wir die Geister der Vergangenheit dabei. Wir reden also von den Tugenden oder von den Untugenden, von Geiz und dergleichen, um das zu diskriminieren. Genau das ist das Dilemma des 14. Jahrhunderts. Das Mittelalter
will nicht einfach aufhören. Es will nicht einfach sich den Theorien eines Scholasten, so klug sie sein mögen, sich ergeben. Im Gegenteil, man beharrt darauf, auf seinem Heimatmuseum, man beharrt darauf, dass die christlichen Werte auch weiterhin in einer monetären, protokapitalistischen Welt Gültigkeit besitzen. Ein der wunderbarsten Exempel, weil es so bizarr ist und die kognitive Dissonanz gleichsam zum Gesellschaftsspiel macht, ist natürlich der Ablasshandel, also die Sünde im Abreißblock. Da denkt sich die Kirche, okay, wenn wir denn schon in einer Welt der Wucherer leben, wenn wir für den Wucherer den Himmel umgebaut haben und ein Fegefeuer für ihn eingebaut haben, warum nicht bitte auch in einer Public-Private-Partnership davon profitieren? Man hält uns für die Spezialisten der Sünde, also machen wir ein Geschäft raus. Und dann wird der Petersdom auf diese Art und Weise gebaut. Wir sehen also, wenn man so will, eine Art von kognitiver Dissonanz, eine konstitutive Schizophrenie. Das Mittelalter wird mit den Mitteln des Mittelalters zur Neuzeit. Und es läuft an dem vorbei, was eigentlich im Untergrund die Gesellschaft verändert. Das ist letztlich die Einsicht oder auch die Lektion, die man aus dieser Zeit mitnehmen kann, dass eine universale Maschine selbstverständlich alle gesellschaftlichen Institutionen verändern wird. Und dass es ein Fehler ist, wenn auch aus psychologischen Gründen durchaus lässlich, wenn man glaubt, eigentlich einfach weitermachen zu können, wie bisher, Business as usual. Das läuft auf die Verleugnung der Realität hinaus. Protect me from what I want. Von Nietzsche gibt es diesen wunderbaren Satz, der sagt, ein Phantast sei schlimmer als ein Lügner, weil er belügt sich und die anderen.